Auf Facecam habe ich halt keinen Bock, weil ich keinen Bock habe, mir irgendwie was Elegantes anzuziehen. Würde gern fortfahren. Von daher. Wieso werden denn die Zuschauer nicht angezeigt? Was soll das denn? Layout. Zuschauer aus oben rechts zurück an fertig. So. Ich guck gleich, wer da ist. Sehen wir dann. Ich habe noch keinen Plan. So. Sekunde, ich bin immer noch mit dem iPad ein bisschen am werkeln, von daher. Gucke ich gleich, dann unterhalten wir uns ein bisschen, dann kann ich vielleicht die Facecam noch doch noch mal anmachen. Aber erstmal ein anderes Oberteil anziehen. Kann ja nicht rumlaufen wie so der letzte Gammler, ey. Das sieht doch ganz okay. Wieso habe ich denn 7 Mails? Entschuldigt, ich bin mal wieder vorbereitet wie ein Lappen. Nee, das anstellen. Ich muss mal wieder zum Friseur, oder? Ich muss mir mal die Haare kämmen. Ja, Kamera sieht natürlich, ist da wunderbar. Warte mal, die kann ich doch bestimmt irgendwie. Nee, kann ich nicht. USB-Kabel nicht lang genug. Scheiße. Gut. YouTube, jetzt nicht. Ich hoffe, euch geht soweit ganz gut. Mein Tag war gestern sehr, sehr anstrengend. War recht lange unterwegs, habe auch die Nacht davor nicht so gut geschlafen, von daher eher so ein bisschen. Oh, ich bin am Zocken, ich will keine Sonne haben. Und deswegen, ja. Alles klar, Justin. Mach's gut. Okay. Heute Abend gibt es eine Premiere, dafür kein Stream, weil ich Besuch bekomme. Und ja, gut. Ich muss da eigentlich nichts erzählen, weil wenn der Justin weg ist, dann ist das Quatsch. Weil die Hin weiß ja, was gestern was gestern so angestanden ist. Was gefunden? Alles klar. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? In dem Bereich ist nichts. Yeah! Konnte das nicht etwas warten? Nein. Der hat Sichtkontakt. Das ist nicht so geil. Der Sektor sieht leer aus. Die beiden haben sich. Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht, ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann, frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Ach Mist. Jawohl.
Oh! Ich habe mal eine Frage, warum sieht die Larry... Ich find's cool, dass sie keinen Zopf hat. Alter. Könnt sagen, was ihr wollt, aber ich finde diese Frisur von der Lara viel besser als dieser naja, nicht hässliche Zopf, aber dieser Zopf irgendwie. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Oh, scheiße. In diesem Sektor gibt es viel zu viele... Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sichert mich. Ich kläre es. Warum habe ich keine Waffen? Sagt Bescheid, wenn es leckt oder so. Dann kann ich die Bitrate vielleicht ein bisschen... niedriger schalten und die Verbindung besser sehen. Ja, ich hoffe, dir geht soweit ganz gut, Hino. Das freut mich. Wie gesagt, heute Abend kriege ich Besuch. Okay, das bringt natürlich alles nichts. Jetzt bin ich wieder mit... Lag das am Schlamm? Jetzt hat die Lara wieder diesen... Die bleiben da jetzt stehen. Das bedeutet, ich muss die irgendwie ablenken. Das ist doch ärgerlich. Ich fänd geiler, wenn die Lara... Warte mal, kann ich die irgendwie... Nee, ich habe keine Waffen. Noch! Spiel bitte. Ich fänd's geiler, wenn die Lara Dingsbums einen offenen Zopf trägt. Gerade wenn die Haare nass sind, sieht es einfach... Könnte sagen, was er wollte. Ich finde das extremst geil. Ja, wo Schlamm bedeckt? Warte mal, Schlamm bedeckte Pfützen müssen doch hier irgendwo sein, oder? Ja, von hier kam ich, okay. Den habe ich platt gemacht. Hier, Schlamm. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ohne den Zopf sieht die Lara viel wesentlich besser aus. Doch, ist so. In dem Modus mit den offenen Haaren und ein bisschen Schlamm bedeckt fällt mir die Lara wesentlich besser als irgendwie... Die bleiben natürlich... Ja, gestern lief es eigentlich ganz gut und bin jetzt mal gespannt, wie es weiterläuft. Oh, ist doch doof! Ist doch scheiße, dass sie da permanent stehen bleiben, diese Idioten. Der weiß natürlich, wo ich bin. Bist du immer noch bereit? Ja, für dich bin ich immer bereit, du Pisser. Aber nicht auf... Aber nicht so, wie du denkst. Bam. Och, nee. Ach, ärgerlich. Hier unten gibt es noch was, habe ich gesehen. Sag Bescheid, wenn es... Ich versuch's halt einfach, ne? Ich kann halt aktuell, glaube ich, bei Shadowplay kannst du da nichts verbessern oder so. Mit OBS kannst du da vielleicht noch ein bisschen was machen.
Die Lara hätte den Zopf ruhig auflassen können. Weißt du, die stehen hier. Schön, dass man da überall lang kann, aber wenn die da so beschissen stehen. Ach Mist, dumm gelaufen. Gibt's hier noch irgendwo Schlammpfützen? Sieht nicht so aus. Tagebuch. 21. Dezember 1603. Jo, heute Abend gibt's Dingsbums. Seit wir den Cenote verlassen hatten, also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Ja, das Problem ist... Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Gefühlt hatte ich ja nichts, wo ich sie hätte ablenken können. Ich muss mal kurz meine Brille sauber machen, da sind jetzt Fingerdatschen drauf. Naja, ist ja auch gut gelaufen, von daher mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Ja, nö, ist ziemlich geil gelaufen eigentlich. Und bin eigentlich ganz happy. Ist halt nur die Frage, was ist jetzt, wie sich, wenn sich das jetzt doch weiterhin ins Positive fällt, wie sich das auf mein YouTube-Leben auslebt. Deswegen halt schade, dass nur du da bist, Tino. Ob ich noch weiter mit YouTube mache oder ob ich da kürzer trete oder ob ich es ganz sein lasse, weiß ich halt noch nicht. Muss ich mal gucken. Es gibt natürlich ein paar Leute, die es schade finden. Auf der einen Seite. Aber wenn ich mir mal so gucke, das sind wirklich nur zwei oder drei Leute, die sagen, ja, ich fände es schade, wenn du YouTube sein lassen würdest. Aber auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, Oha. Oh, Scheiße. Lara kann an Kanten einhaken, ja. Nee, auf jeden Fall muss ich sagen, muss ich sagen, die Leute, die immer auf der einen Seite sagen, ja, es ist schade. Es ist schade, wenn du mit YouTube aufhören würdest. Das ist zwar ganz gut, aber die Leute, die sagen, das sind auch die, die in der Regel entweder nicht zugucken oder bei Streams auch nicht reinschalten. Und deswegen ist mir das sowas von in der Regel scheißegal. Von daher, ja, vielleicht wird es halt so laufen. Vielleicht wird es halt so laufen, dass ich vielleicht doch noch ab und zu mal am Wochenende einen Stream mache. Aber ich habe keine Lust mehr auf öffentliche Streams. Ja, ganz genau, Lara. Das denke ich mir nämlich manchmal bei YouTube. Die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Das denke ich mir auch. Kralle des Adlers. Verdammt nochmal. Ja, das nehme ich. Bogen. Ich liebe Bogen einfach. Ach, Mädchen, das kriegen wir schon hin. Jetzt mach mal langsam. Entspann dich mal kurz. Yay, ich habe nur... Ich habe wirklich nur Messer. Ey, vielleicht wird es halt eher so laufen, dass ich sagen würde... Getarnter Abenteurer. Ja, gut, das habe ich ja die ganze Zeit getragen. Dass ich vielleicht doch sowas mache, wie zum Beispiel... ja, so Dingsbums-Streams, weißt du? So Privatstreams, so nicht gelistete, dass nur die Discord-Leute irgendwie Dingsbums kriegen. Eine Benachrichtigung hier, ich bin am Stream, kommt rein. Fertig, weil auf diesen ganzen Public-Scheiß da... Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rock. Commander Rock. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat.
Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Tja. Naja, mal gucken. Dafür, ich bin halt einfach für... Klar, habe ich jetzt erstmal mit Twitch angefangen. Wäre vielleicht ganz cool, da rein zu gucken. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Shit. Ich hab was. Wo? Den Typen muss ich irgendwie schnell kriegen. Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weit... Was zum Teufel? Schlafen wir denn? Ich hab los von links! Ach, Mist! Nee, ja, deswegen gucke ich halt einfach, wie es halt weiterläuft, ne? Ich meine, klar, am Wochenende ab und zu mal streamen wäre schon ganz schön, aber... Wo? Naja. Ob ich da großartig noch Bock habe. Vor allem muss ich ganz ehrlich eine Sache sagen. Ich habe mir viele Spiele kaputt gemacht. Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rook hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Es geht los. Wo ist er hin? Irgendwas stimmt hier nicht. Der Typ mit der Thermobrille gefällt mir nicht. Verteilt euch und bleibt wachsam. Verstanden. Scheiße. Suche läuft. Das ist ein gutes Versteck. Na, es war so klar. Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Schwernis, weißt du? Ach, ärgerlich. Diese Knödel, ey. Ja, wie gesagt, die bestehenden Projekte, die laufen noch. Wo? Gut, Hate in Time ist sowieso schon hochgeladen, also von daher. Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Hey, können wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Und ja, mal gucken. Plötzlich diese Hektik. Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Und ich wirklich für... Hey, ich beeil mich! Wenn ich wirklich für so viel Dingsbums eingestellt werde, dann ist halt die Frage. Es geht los. Hätte ruhig sagen können, dass er weggeht. Ich muss halt genau gucken, wohin der läuft. Ich muss genau gucken, wohin dieser Knödel hinläuft. Verstanden, Teamleader. Das muss ich mir ansehen. Ja, natürlich, er hat mich gesehen. Zum Teufel. Das scheint nach einer Überprüfung. Ist doch scheiße, was soll das denn? Ja, dann komm her. Bist du immer noch bereit? Immer. So, ich bin mich gerade so ein bisschen am Konzentrieren und sehe das jetzt alles gerade auch generell so ein bisschen entspannt. Ich genieße das Spiel jetzt einfach. Womit ich mich nämlich schon häufig so ein bisschen überlegt habe, ist, ich mache mir viele Spiele, auf die ich richtig Lust habe, leider kaputt, weil ich sie auch im Stream dann halt zeigen will und gerne blind mit euch genießen möchte. Aber das Problem ist halt, ich kann halt nicht so viel streamen, wie ich eigentlich die Spiele spielen möchte. Das war's.
Hier muss doch noch irgendeiner rumeiern. Wenn mich nicht von dieser... Dafür habe ich nicht genug Platz. Drecksau überraschen lassen. Nö, hier ist alles ruhig. Gut. Ich hätte vielleicht auch hier hochgehen können. Okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Umgebung genau beobachten und später dann reingucken. Jetzt muss ich hier durch. Die Frage ist... Verdammt, Männer, benutzt die Brillen. Findet sie. Abend, Traf. Abend, Sam. Siehst du jemanden? Hier ist nichts. Ah. Geile Lara wieder. Ich finde, wenn die mit Schlamm bedeckt ist, einfach super. Da gefällt sie mir viel besser als mit diesem komischen Topf. Ist zwar Laras Markenzeichen, muss man gestehen, aber... So ist es. Fauler Bastard. Jetzt muss ich alles machen. Ja, ja. Oh, ich liebe das gerade. Verzeiht's mir, wenn ich jetzt nicht irgendwie großartig hier... ...kommentiere oder so. Ich möchte das Game einfach genießen. Ich habe da jetzt keine Lust mehr, wegen irgendeinem Stream oder so, mir den ganzen Shit... Games oder so oder den Spielspaß kaputt zu machen. Vor allem ist es auch ein bisschen unnatürlich. Ich kann nicht mehr tragen. Und deswegen mache ich es halt so, wie ich gerade Bock habe. Verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja, wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. Sag mir wenigstens, wenn du weg musst. Wieso sie? Warum bezahlen sie nur? Na komm, put. Ah, oh, scheiße, jetzt muss ich mir das Muster von denen merken. Okay. So, der ist hinüber. Naja, den Teamleader, den kriege ich noch, die Sau. Wir erleiden Verluste. Können nicht weit sein. Oh. Nichts zu sehen. Ich sehe mich lieber mal um. Ja. Der ist halt leider... Lose Rauf ein! Scheiße! Was ist das? Schwer verletzt! Mist! Du kannst genauso gut sein! Mist. Ich hab dich gekriegt, du Sau. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, ich weiß nicht, ob das es gewesen ist. Wir hätten natürlich noch andere Sachen machen können, aber ich finde es immer so extrem krass, dass die so extrem stark abwarten. Ja, ich hätte hier ordentlich Radau machen können. Nee, auf jeden Fall wollte ich sagen, ja, ich weiß nicht, ich mache mir immer so den Spielspaß von richtig geilen Games kaputt, weil ich sie auch streamen möchte, auf der anderen Seite nicht. Und auf der anderen Seite kommen... Ja, es ist halt immer so ein bisschen doof. Auf der anderen Seite bin ich natürlich nicht für euch gestorben. Auch wenn ich jetzt irgendwann sagen sollte, kein Bock auf YouTube oder so. Ja. Ihr habt ja meinen Discord und ihr habt ja Dingsbums. Von daher würde ich sagen, drauf geschissen. Wir können uns immer noch zum Zocken verabreden.
Wir müssen mal zusammen Monster Hunter spielen, Hino. Ich habe ja gesagt, dass mir das Spiel mir jetzt so ein bisschen klobig oder so ankommt, aber ich denke mal, wenn du das ohne Plan, wenn du das mit jemandem spielst, der so ein bisschen Ahnung hat, der das so ein bisschen erklären kann, der kann da bestimmt... ein bisschen mehr machen. Oder dir ein bisschen mehr erklären. Oh, ein Bogen! Lass mich raten, ich finde neues Bogenteil. Ein Rezept für ein Halluzinogen. Wird manchmal im Krieg benutzt. Aha. Der sollte helfen. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so... Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Furcht des... Oh, dieser Affe, ey. Er hat mich gerade so ein bisschen... Ich will mich wieder mit Schlamm bedecken. Alles voll. Entschuldigung, aber so ist es einfach. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Aha. Wieder was gefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, Shadow of the Tomb Raider, generell dafür habe ich nicht genug. Wäre es ganz schön problematisch. Doughty. Mist, ich habe vergessen. Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rook out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Was ist passiert? Wie geil! Nice! Schön! Nee, wie gesagt, zum Zocken werde ich euch wahrscheinlich erhalten bleiben. Bin auch immer offen dafür. Ja, ja, natürlich. Ich habe keine Chance. Nur gucken, wo andere Lulatsch ist. Ups. Hallo, ist eine Schlammpfütze. Ich würde mich gerne wieder mit Schlamm... Naja, mal gucken, ob ich das Zocken überhaupt komplett sein lasse. Also sind jetzt so alles nur so Gedanken, mit denen ich so spiele. Mist! Okay, da schießt jetzt überall wie wild rum. Manchmal
Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?